Hallöchen. Ich bin's, der Bumcat. So, wir sind hier bei einer neuen Folge Far Cry 5 und hier laufen gerade die Rehe vor uns weg. Da sind auch welche. Warte mal. Ich habe gerade PUBG gespielt, deswegen bin ich hier so auf dem Headshot-Mode, aber es geht bei Rehen, glaube ich, nicht. Aber es ist umgekippt. Ne, was ich überlegt habe, jetzt hier bei dieser Aufnahme ist... Ah, ist ein Pronghorn-Haut. Das ist ein anderes Ding. Ah, guck mal, wo ist das zweite? Die brauchen wir nämlich. Für neue Dinger hier. Wie heißen das? Neue Punkte, quasi. Ah ne, haben wir schon. Gehäutete Pronghorns. Guck mal, Herausforderung abgeschlossen. Ein Vorteilspunkt erhalten. Wahnsinn. Ne, ich wollte sagen, dass ich eigentlich, glaube ich, hier weitermache. Ich habe erst gesagt, ich gehe in den Norden. Vielleicht machen wir auch beides so gemixt. Aber ich wollte erstmal jetzt hier in Faves-Region gehen. Ich meine, wir sind schon mal direkt dran. Wir sehen ja auch schon den ersten Außenposten und so. Dann mache ich das erstmal. Ich glaube, wenn ich einmal dran bin, dann bleibe ich auch hier. Ich gehe jetzt erstmal einen Außenposten hier aufräumen. Erstmal hier in der neuen Region ein bisschen Action machen, ne? Direkt mal hier sagen, wer der Babo ist, ne? Und so. Ist sehr Bescheid. Was ist das hier vor mir? Ist wieder so ein Reh? Oder ist das was Böseres? Ein Wolf. Gehäutete Wolfe. Direkt auch eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, läuft ja wunderbar. Auch noch ein Punkt. Zwei Vorteilspunkte. Oh, dann kann ich direkt mal gucken, was wir hier noch mitnehmen. Oh, ich habe drei. Na gut, beim nächsten Mal. Kann ich alles verkaufen. Gibt alles Geld. Money, money, money. Man kann ja nie genug Geld haben. Ah, hier ist wieder der ekelhafte Dunst hier. Ach Gott. Ich wollte gerade mich im PUBG-Manier umgucken mit Alt. Aber dann kommt dieses... Ach, guck mal, auf Alt habe ich... Ach, bin ich blöd. Jetzt kann ich auf Alt direkt hier die Sachen benutzen, ne? Hier diese Öle und so weiter. Können wir direkt eins hier nehmen, dass ich schneller laufe. Huah. So, ja, ich drücke nämlich mal Alt und F5 oder so habe ich nämlich meine Shortcuts zum Aufnehmen. Und dann kam über dieses Menü, aber ich habe ja nie wirklich drauf geachtet, was das ist, aber das sind diese Tränke. Naja, ach, wir sind, ach, hier bei der Faith in dem Gebiet sind die ganzen toxischen Vögel hier, ne, also Vögel, die Typen hier. Boah, ich habe das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich das hier so sehe. Du hast den Blick eines Jägers. Ja, habe ich immer. Ich will handeln. So wie es hier ich will handeln. Läuft, muss man handeln. Beute verkaufen, Beute verkaufen, Beute verkaufen. Wir sind gerade unter Drogen. Schnell Verkauf. 2400 Dollar nehmen wir. Munition. Füllen wir auch auf. Auswählen. 200. Zack. Waffen, weiß ich gar nicht. Was habe ich denn an zweiter Stelle? Noch das Schrotgewehr, ne? Ich zahle gutes Geld. Ach nee, den Bogen habe ich. Pass nur gut auf dich auf da draußen. Ich passe auf mich auf. Ich bin ja voll auf Speed, ey. Guck mal, in dem Gebiet scheint es aber mehr Wild zu geben, oder? Das ist jetzt nur zufällig. Da ist aber eine Riesenkuh, so. Bevor wir natürlich in den Außenposten gehen, nehme ich meine Mates mit. Nehmen wir den Nick. Ja. Nehmen wir die mal. So, nehmen wir mal die Kombi hier. Natürlich macht das. Das hat schon seine Vorteile, wenn man schnell unterwegs ist. Oh shit. Fuck, 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 fuck. Ja, ich doch auch. Ups. Habe ich andere Muni genommen? Was war das? Ups,
Puh. Der Wolf ist frei. Oh. Danke, Nick. Haben wir jetzt alle? Der Nick hat's geholt. Der Nick ist einfach der Geilste. Ja. Guter Einstieg ins neue Gebiet, würde ich sagen. Kann man so machen. Ah, hier gibt's auch andere Musik. Bisschen abgewandelt. Ja, dann räumen wir jetzt mal hier mit der Faith auf, ne? Hallo Faith, kannst direkt mal bei uns melden. Der Pfad nach Eden stellt all jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch unserer Priesterin an, diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Ein Schrein. Raststättenschlüssel, Missionsobjekt. Hundekarte ist auch nicht verkehrt hier im neuen Gebiet. Region um Lorna's Truckstop. Was gibt's denn hier so Schönes? Auto, Weiß, Weißwedel, Hirsch. Da ist der Schrein. Bei dem einen waren Silos, hier sind glaube ich Schreine, ne? Ich glaube, bei dem einen hat uns auch noch ein Silo gefehlt in einer anderen Region. Ich brauche einen Fahrer. Du brauchst einen Fahrer. Es ist eine Welt, die gibt. Ich kann leider nicht mit dir reden, mein Freund, ich weiß nicht warum. Die dich mit offenen Armen willkommen. So. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Ja, ich komme ja gleich. Oh, gibt's da irgendwas Cooles? Ich wurde gesegnet. Ah, werde ich jetzt hier wieder abgeholt? Hörst du das? Was denn? Danke, dass dieser Ort sicher bleibt. Ich wurde gesegnet. Komm, ist ein Gefangenenkonvoi wieder. Stellen wir uns der Faith vor. Silberbarren. Money, money, money. Schutzweste, Körperpanzer ist noch voll. Money, money, money. Wir haben schon bei 36.000. Geil. Du kannst bald eine fette Karre holen. Ich will nicht gesegnet werden. Ich soll damit aufhören. Soll jemand anders segnen, aber nicht mich. Liebe dieses Leben. Es gibt viele Gerüchte über eine Riesenplantage am Sacred Skies Jugendlager. Mhm. Felder mit Pflanzen, soweit das Auge reicht. Was denn für Pflanzen? Angels, die sie abernten. Oregano etwa? Noch ein Außenposten. Das geht ja gut los hier in dem Gebiet. Oh, was zeigt man die Außenposten? Oh, was zeigt man die fetten Sachen hier? Probier's aus. In dem Spiel kannst du deine eigenen Level. Jetzt fragen wir den nochmal eben hier. Konflikt. Kapiert! Was ist denn der Konflikt? Hä? Steht einer wieder? Was ist denn da? Hä? Gehen hier schon wieder so ab? Das raff ich manchmal in dem Spiel nicht, ne? Keine Platten geschossen. Aber wie gut schießt der denn, der Typ? Aber wo rennt. Was tun die denn? Muss ich das verstehen, was die machen? Nee, ne? Kann ich wahrscheinlich immer noch nicht mit dem Reden, weil ich wieder in irgendeinem Konflikt bin hier. Nee, jetzt kann ich. Diese Peggys haben unseren ganzen Sprit gestohlen.
Sie haben die Vorräte abgepumpt und damit ihre Tanklaster befüllt. Also musst du für uns einen stehen und hierher zurückbringen. Haben doch schon drüben gemacht. Ich habe gerade erfahren, dass einer beim alten Diner steht. Die Straße runter. Für einen Wiederaufbau müssen die Zapfsäulen funktionieren. Wir sorgen für die Sicherheit der Raststätte. Du bringst uns das herrliche Benzin. Das herrliche Benzin da oben. Alles klar, Mama. Dann gehen wir mal Fenster besorgen. Fenster besorgen. Sprit besorgen, habe ich gerade durch Fenster gesprungen. Jetzt rede ich schon von Fenstern. Ah. Typen hier. Voll mit Lupinen. Denkt alle dran. Wir werden hier nur wieder Frieden bekommen, wenn wir dafür kämpfen. Und wir kämpfen dafür, Nick. Keine Sorge. War das überhaupt der Nick? Ich glaube nicht. Bei Nicks Frau müssen wir auch noch helfen, ne? Die erwartet ja noch das Kind. Aber sie hat es ja nicht so eilig, hat sie gesagt. Sie kann noch ein bisschen reindrücken. Uns ist ein Ort. Wen haben wir da? Aubrey Steiner. Und da drinnen gibt es direkt wieder jemanden anders, den wir kennenlernen können. War's, oder? Boah. Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Haltet euch weiter bereit. Hallo. Die neue Weltordnung bricht über uns herein. Weißt du, was ich meine? Nenn mich Tweak. Eigentlich Aaron, aber wir werden uns ja jetzt nicht ausweisen müssen, oder? Nein? Nein. Alles gut. Du siehst nicht nach Sekte aus. Eigentlich wirkst du eher total Anti-Sekte. Finde ich gut. Wir sind sowas von Anti-Sekte, Alter. Ich arbeite an etwas für Leute wie dich, die sich gegen die Sekte wehren. Streng geheim. Sehr. Ich betrachte mich als eine Art professionellen Amateurchemiker. Hast wahrscheinlich so viel von den eigenen Rezepturen geschluckt. Die dich härter, schneller, besser und stärker machen. Betrachte sie doch nicht als Drogen, sondern eher als Leistungsverstärker. Das klingt doch gut, oder? Ja, LSD ist auch ein Leistungsverstärker. Aber das Problem ist, meine Vorräte gehen zur Neige. Ich brauche ein paar mehr spezielle Zutaten. Ich würde ja selbst gehen, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Mhm. Wenn du Interesse hast, dann such alles zusammen und triff mich in Prosperity. Das ist die kleine Stadt südöstlich von hier. Ja, der Typ wirkt auf jeden Fall vertrauensvoll. Was hat er denn? Ach, guck mal, habe ich schon alles. Ich habe alles für dich, aber ich muss ihn da hinten treffen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal den Tanklaster. Machen wir direkt eine Quest noch da lang. Ja, bam, 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 bam. Das geht ja hier ratzfatz. Hier in der Stadt. Wo war das denn jetzt? Sammler, Lekonwings, zerstöre die Silos, steh den Tankwagen. Oh, ein gruseliger Typ, ey. Hatte halt ein paar zu viele Chemikalien, ne? We are all angels. Nein. Solange wir nicht Ja sagen müssen hier. Ich wollte mal gucken, was auf dem Schild steht. Ah, neues Jagdgebiet entdeckt, Bison. Genau. Du vergisst mal, was die ganze Scheiße, mit der wir zu tun haben. Handbremse. Volltanken abgeschlossen. Wir können uns mal voll tanken hier quasi. So, das haben wir gemacht. Und jetzt wollte ich den Typen da, die Nebenmission.
Ach, mein Gott. So. Da, da. Erreiche Tweaks Spielplatz. Wo ist denn das? Wo ist das? Ach du Scheiße, da unten. Ja, machen wir erst den Außenposten hier. Dann erst den guten Außenposten. Wo ist eigentlich hier meine zweite? Tu sie hier. Ach, die ist gestorben. Nehmen wir so lange unseren Freund hier mit. Den guten Boomer. Warum ist die denn schon wieder abgenippelt? Was hat die denn gemacht? Die stirbt eben als erstes von allen. Oh, ich muss mal gucken, was hier drin war. Hier war ich noch nicht drin. Hier sind nur diese Chemie. Doch, hier war ich schon dran. Okay, ich hab nichts gesagt. Wir laufen generell ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ne? Ich habe nicht diesen Perk genommen, dass wir uns schneller bewegen. Aber ich glaube, das war eigentlich. Ich dachte, das wäre nur geduckt. Aber auch so habe ich das Gefühl, wir laufen ein bisschen schneller. Weiß nicht. Möglich. Oh, da hat wieder eine Info für uns. Die nehmen wir direkt mit. Lassen die hier arbeiten, ne? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Huh? Ich habe gesehen, wie eine Krawattenfresse Leuten bei der alten Radonmine Befehle zubellte. Okay. Oh, Boom hat ihn schon. Krieg ich meine Messer jetzt wieder? Ja. Korrekt mit der Mucke hier drauf, ey. Zum Beispiel den Wagen mit den fetten Boxen. Der war ganz stealth-mäßig jetzt. Das neue Gebiet. In den Außenposten. Was hat das? Wieder ein Puma? Oh, sowas brauche ich auch noch. Toll. Ich dachte, kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Nein. Ich glaube, die muss ich auch töten. Ah, jetzt mag er uns nicht mehr. Nur wenn wir mal kurz angerempelt haben. Das war der Geiz. Ist der Nick nicht verfügbar? Was? Ich hab auf den Nick geschossen, was ist das denn? Dann muss ich jemand anders mitnehmen. Muss die mal kurz entlassen. Und dann den Hopper wieder mitnehmen. Ich muss hier noch den Bruder auch noch mitnehmen. Jetzt gucken, ob ich genug habe. Ich wechsle die Stellung. Peggys. Ja, sind Peggys, weiß ich doch. Ist doch normal in so einem Gebiet, in einem Außenposten. Ich deck dich. Rücke vor. Okay. Jetzt gucken, wo der Alarm ist. Schreien entdeckt. Sind nur zwei? Ne, da hinten ist auch einer. Ich geh mal lieber außen rum da rein. Da ist eine bessere Stelle. Da oben ist auch einer. Drogendinger, ey, da kann man gar nicht mehr richtig zielen. Überall sind diese Scheißpflanzen. Und alles nur noch wie im Film. Also wie in einem eigenen Film, den man sich gerade so zuschiebt. Ich weiß nicht, das sieht das wahrscheinlich da drüben, der Typ. Ich muss warten, bis der wegguckt.
geht gerade weg. Jetzt geht, kommt der aber hier hin. Fuck. Ah komm, ich knack erst am Schluss. Vielleicht schaffen wir das ja stealth-mäßig hier mal. Das jetzt alle? Wer fehlt denn hier noch? Hä? Ich lauf los! Jupa! Rennt hier noch einer rum? Vor allem einer, der es hier alles gar nicht mitbekommen hat. Aber diese Mucke macht mich. Ah, ach, dieser Puzzlemuckel hier. Das war's jetzt? Nee. Noch einer. Ha! Sacred Skies. Kein Alarm! Gilt das als Stealth jetzt kein Alarm, oder? Oh, das war eben aufgetaucht hier. Da macht man die scheiß komischen Psychopflanzen hier weg. Ich meine, Gras ist ja okay und so, ne, aber das ist schon echt. Schon ein krasser Stoff, Mann. Kein Alarmbonus, jawohl. Haben wir bekommen. Ich kenne niemanden, der in seiner Kindheit nicht mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Als Ferienlager hat es jetzt zwar ausgedient, aber wenigstens kann die Sekte ja auch keine Drogen mehr herstellen. Danke dir für die. Ja, gerne doch. So, was wollen wir für dich machen? Hey du! Warte, ich frage erstmal hier, ob die was noch hat hier. Sharky Bosha hat angerufen und erzählt, er hätte einen Wahnsinnsplan, um die Sekte. Oh, meine Schwarze, also habe ich nicht oft gesehen. Ja. Das Problem ist, Sharky ist dumm wie Brot. Und sein Plan besteht wahrscheinlich nur aus einem Wort: Feuer. Verdammt, ein Puma? Sharky Bosha. Einmal war ich hier so high, dass ich einen Wolpertinger gesehen habe. Ehrlich. Was hat die gesehen, wie high war? Was haben wir denn hier noch? Eine Karte. Sacred Skies Gebiet. Umgebung. Mal wieder ein paar Örtchen. Sektenverfolgung. Was ist das denn? Weiß nicht. Lesen. Sektennotiz. Gott hat diese christlichen Kämpfer diesen Ort geschickt, um den Boden zu weihen. Vor all diesen Jahren lebten hier Kinder. Sie schliefen hier und priesen Gott in ihren Liedern und schenkten dem Boden auf diese Weise Kraft. Ich würde meine Seele darauf verwetten. Wir waren schon immer dazu ausersehen, hier unsere Saat auszubringen. Vergesst das nicht. Bewacht dieses Land, als wäre es einer der Ecksteine Edens selbst. Der Psychogelaber immer hier, ey. Unfassbar. Ja, Wurfmesser. Ach so, wie viel habe ich denn eigentlich? 4 habe ich wieder. Und dann wollte ich einmal hier auf Dingens gucken. Schnaps herstellen. Zack. Zack. Das ist leer, da kann ich noch was anderes wahrscheinlich herstellen. Aber ich stelle erstmal nichts her. Der eine Typ wollte ja Sachen von uns haben, die wir das bringen. Stimmt. Das jetzt herstelle, ist auch Quatsch. Bringe ich das gleich erstmal. Aber erst nochmal hier den kleinen Nebenquest. Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt es einen gefährlichen Puma. Mhm. Das ist kein gewöhnliches Tier. Ah, okay. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Kein Problem. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Truppel losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kam auf nicht dir rein. Beim Elch einen Truppel losgeschickt. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Okay. Also langsam ähneln sich die Quests. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, die wären alle so sehr speziell. Also klar gibt es mal so speziell natürlich auch zwischendurch, aber. Du bist absolut geil im Kampf. Danke.
Ich bin absolut geil im Kampf. Alter, steht er auf mich? Was sagt man einem noch nicht? Ich bin absolut geil im Kampf. Kaufe Munition. Achso, hatte ich voll. Na dann. Oh. Dann holen wir uns mal den. Wo ist er denn? Unten am Wasser, hat sie gesagt. Das ist überhaupt nicht angenommen als Quest. 1300 Meter? Wo zur Hölle? Ach Gott. Da will die mich hinschicken. Ach, was tut man nicht für die Außenposten? Na komm. Dann machen wir das eben. Schnapp ich mein Auto. Dann fahren wir da eben hin. Wobei, wisst ihr was? Ich erspare euch die Fahrt und wir machen das Ganze in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.